Herzlich willkommen auf dem Martin Live-Kanal. Heute testen wir, wie man einen Tourniquet richtig anlegt. Was braucht man dazu? Richtig einen verletzen? Ah, das bin ich! Und zwei Profis, die euch erklären, wie das richtig geht. Niklas und Steini sind am Start. Beide kommen aus verschiedenen Bereichen, haben aber zusammen quasi dazu bereit erklärt, euch mal zu zeigen, wie man einen Tourniquet richtig anlegt. Was das zum Beispiel ist, warum das so komisch heißt und was man damit macht. Aber ach, ich war verletzt. Ich wurde angepikst. Ah, hallo. Fuß. Hier ist der Rettungsdienst. Hallo. Sie haben ein Problem. Ich habe ein Problem. Ich bräuchte mir bitte einmal die Krankenkassenkarte. Schon wieder? Haben Sie Allergien? Ja, habe ich. Nehmen Sie regelmäßig Medikamente? Ja. Sie bluten stark am Arm. Das könnte eine arterielle Blutung sein. Daher meine Frage. Was haben Sie als letztes gegessen und können Sie sich orientieren? Hier wird auch eingeschlafen. Nein, Spaß. Also. Wunderbar. Eine kritische Blutung, von der wir ausgehen. Wenn wir ein Tourniquet einsetzen, ist natürlich kritisch, deswegen muss die immer als erstes behandelt werden, bevor wir irgendwelche dummen Fragen stellen. Was ist denn das Tourniquet? Das ist... Also für den Laien, was ist das? Eine Unterbindungsmöglichkeit, Manschette, wie auch immer, mit der man den Blutfluss von den Gliedmaßen abschnürt. Also einfach erklärt, damit kannst du deinen Arm oder dein Bein, es funktioniert nur bei den Extremitäten, also Arm und Bein, abschnüren, dass kein Blut mehr fließt. Geht am Hals auch, aber nur einmal. Wunderbar. Also bei einer Kopfplatzwunde nicht einsetzen. Okay, also ich habe jetzt hier eine starke Blutung, Unterarm ist komplett auf, hier ist alles am Laufen. Wir haben einen arteriellen und venielen... Venösen? Venölen Ausgang von Blut. Es heißt Venöse. Venöse, es ist eine Venöse. Eine schöne Venöse haben wir heute und jetzt fangt ihr mal an. So, wir können ja erst mal kurz zeigen, es gibt ja natürlich auch Unterschiede. Wir haben damals, als wir den Notfallrucksack ausgepackt haben, festgestellt, dass es sehr, sehr billige Teile gibt, die wir halt nicht verwenden sollten und halt auch Unterschiede in den einzelnen Tourniquets und wie man die sich vorher packt und wie man die halt anlegt. Und genau das machen die Jungs jetzt. Ich lasse dir einfach freie Bahn. Das hier? Also das haben wir ja schon mal zerbrochen. Soll ich es nochmal zerbrechen? Nee, ne? Ich hatte doch noch eins. Das ist meins oder das hier? Genau. Das kannst du ja mal zwei zeigen. Zwei billige. Zwei billige. Okay, eins von den billigen könnt ihr gerne mal zeigen, warum. Also erstmal kurz, wie erkennt ihr ein billiges und nicht billiges? Billige, wenn man diesen Test macht, mit dem, den wir einblenden. Wir können mal Folgendes machen. Guck mal, Amazon 8 Euro. Dann bricht das. Und die haben keine Markierung hier drauf. Also hier steht einfach nichts drauf sozusagen. Die sind ungebrandet. Und das hier ist ein hochwertiges, gibt es auch immer in Fireshop. Das ist ein Cat Tourniquet. Das ist eigentlich so der Goldstandard, den die meisten verwenden, der am weitesten verbreitet ist. Und der hat halt, wie gesagt, hier einen Aufdruck drauf. Und hier ist es auch nochmal alles zu sehen, dass es ein originaler ist. Und bei dem kannst du das machen. Kannst du hier an der Kante drücken. Der biegt sich zwar, ihr seht, hier kommt das Wasser aus dem Holz, aber ich krieg den nicht gebrochen. Und das ist natürlich wichtig, weil wenn das Ding bricht, wenn du das gerade zuknebelst und du ausblutest, ist scheiße. Wie lange habe ich eigentlich Zeit, wenn ich so richtig böse blute? Arteriell? Ja. Kannst du schon sagen, ist schon im Sekundenbereich. Wie bitte? Na klar. Mit jedem Herzschlag pumpst von dir pumpst du. Aber ich habe doch 4 Liter oder so. 6. 6 sogar, siehst du? Aber 6 Liter Blut muss erstmal rauskommen da aus so einer. Geht schnell, ja? Ja. Unter 60 Sekunden musst du bewusst machen, sagen, ja. Weniger. Na, also wenn du Oberschenkel zum Beispiel, also ja, der Verletzung hast du vielleicht 10, 8 bis 10 Sekunden. Bis du ohnmächtig wirst. Du bist dann nicht tot. Du bist dann nicht tot, aber du bist bewusstlos. Ja, aber ich schaff's doch nicht mehr, den anzulegen, damit ich bewusstlos bin. Aber jemand anders vielleicht. Ja, das ist richtig, ja. Wenn du gut bist, schaffst du es in 10 Sekunden. Alter, so eine Eier muss das mal haben dann. Okay, ja gut, wir sind ja heute hier im Szenario. Du darfst nicht vergessen, wenn ich kurz einhaken darf. Ja. Du bist voller Adrenalin, du bist im Schock, dein Körper ist... Der zieht sich erstmal zusammen, das heißt, der verschafft dir schon noch ein paar Sekunden. Diese 10 Sekunden gehen wir davon aus, wenn der wirklich durchpumpt. Wenn der jetzt natürlich eine arterielle Blutung drückt, eigentlich schon durch, aber der zentralisiert sich dann, du hast diesen Schock. Deswegen hast du oftmals bei Stichwunden Leute, die erstmal nach außen überhaupt null bluten. Die haben zwar eine Stichverletzung, aber der Körper schirmt sich erstmal ab und schützt sich selbst. Genau. Ja. Na gut, kommen wir zurück zu meiner Schusswunde oder meiner Verletzung am Unterarm. Jetzt legen wir mal quasi so ein Tourniquet an. Ich würde sagen, du machst es mal an. Auf dem Weg des normalen Rettungs, was du mal gelernt hast. Und Steini grätscht dann mal rein, wenn er sagt, pass auf, da gibt es Unterschiede zum taktischen... Da gibt es schon mal den Riesenunterschied, dass du die im Rettungswagen verpackt hast in der Plastikhülle meistens. Okay. Also die sind eingepackt. Schwierig. Der ist jetzt auch nicht, den habe ich mir jetzt auch schon gepackt, so wie Steini das gezeigt hat. Also, ne, du machst den auf, ziehst den über den Arm, beziehungsweise kannst den natürlich auch ganz öffnen und dann gibt es da verschiedene Meinungen, wo man den anbringt. Wenn du jetzt hier verletzt bist, sagt man, eine Handbreit
rüber, aber hier ist ja genau das Gelenk. Ja. Und am Gelenk macht man nicht. Okay. Und für Laien ist eigentlich das Einfachste, diesen Spruch High and Tight ist es, ne? Wenn man quasi so hoch wie möglich geht. Ja. Also wenn ich hier oben das mache, ja, dann habe ich ja den kompletten Arm lahmgelegt, okay, sozusagen. Wunderbar. Ja. Dann bringe ich das Tourniquet in Position. Ja. Schön langsam. Generell, vorher hält man den Arm schon mal hoch. Damit es halt runter. Genau, und du hast ja auch die Abdrückpunkte. Einmal hier zwischen Bizeps und Trizeps. Ja, merke ich. Machst du gut. Wenn ich hier abdrücke, ja, ist gut, kommt da oben nichts mehr an. Nee, das tut auch weh. Genau. Und das hast du auch nochmal am Bein, an der Innenseite. Hier, wo es geil ist. Zeig mal wo. Bist du Links- oder Rechtsträger? Ich bin ein Linksträger. Ah, merke ich. Geil. Genau, da hast du das angelegt. Ja, und dann? Und ziehst es erstmal so straff wie möglich, oh, weil es geht ja darum, den Blutfluss abzuschirmen. Okay. Dann fängst du an, das Tourniquet zu ziehen. Also ich habe erstmal nur den Klett angelegt, mehr nicht, ne? Genau. Okay, und jetzt drehst du mit dem Knebel. Ja. Ist das geil? Nee, das ist nicht geil. Also ich spüre, wie vorne meine Finger langsam taub werden. Ja. Oh, jetzt kommt ein Punkt, der ist gut. Oh! Oh! Ist noch mehr? Wie viel hast du schon? Wie viel Umdrehung? Oh. Eigentlich schon viel, aber du hast so eine dicke Jacke an, ne? Jetzt ist ein Punkt erreicht, der tut weh. Okay, guck mal euch das Tourniquet an, das hat sich schon ganz schön doll gedreht. Jetzt macht man als nächstes. Kann jetzt irgendwas passieren oder ist das okay? Ja, unter 2 Stunden, man sollte es unter 2 Stunden halten auf alle Fälle. Wir lassen das mal 5 Minuten dran, damit du dich ein bisschen dran gewöhnen kannst. Okay. Hier steht Time drauf, das ist ganz wichtig. Wir würden jetzt hier im Idealfall die Zeit draufschreiben, damit quasi später, wenn ein Arzt, der muss das ja operieren, damit der schon einschätzen kann, wie lange ist denn der Arm jetzt schon unterversorgt. Ja. Und im Rettungsdienst, so einen Tipp habe ich auch mal gehört, bei solchen Massenanfallverletzten wie zum Beispiel, Massenanfall von Verletzten, wie zum Beispiel damals der, nein, das bleibt zu, der muss erstmal ein bisschen. Oder so strahlt. Ja, genau, der sieht gut aus. Hörst du noch, was ich sage? Ja, yeah, ich höre dir aufmerksam zu. genau. Bei solchen großen Einsätzen, wo ganz viele Leute verletzt sind, im Winter vor allem, kannst du die Zeit auf die Stirn schreiben. Mhm. Dann sieht jeder, der vorbeikommt, ah, der hat ein Tourniquet. Lehn dich mal bitte nicht so auf den Arm, Digga. Du merkst ihn doch gar nicht mehr. Ich lass da oben. Ich euch mal kurz zeigen. Ah, nicht hochheben. Ah. Deswegen habe ich den so lange jetzt schon hier malträtiert. Komm mal her, du musst von der Seite filmen. Man sieht schon die Fingerfarben. Wenn ich jetzt hier drauf drücke, guck mal. Das merke ich aber noch. Das dauert ewig, die Rekapillierung, also bis es wieder rot wird. Ne? Und hier, guck mal, geht ganz schnell. Da merkst du schon, der Finger ist auch gefühlt schon kalt. Die hat es warm. Ist krass, ja. Gut. Und wenn wir jetzt hier tasten, ich muss mal deinen Puls tasten. Das geht fertig. Genau. Ne, merkst wirklich nichts. Kein Puls tastbar. Hier kommt gerade kein Blut, nicht nach oben. Kein Blut an. Ich befreie dich jetzt. Brudi, Alter, das ist ordentlich. Also jeder, der ein Tourniquet einstecken hat, sollte das auch mal ausprobieren. Aber ich glaube, eine Drehung beim Notfall könntest du noch machen. Also ganz ehrlich. Man muss auch richtig fest drin. Das siehst du aber auch. Das Gute ist, bei einem Notfall siehst du, wann das aufhört. Ja, okay, genau. Und, also hört auf zu bluten. Das genau. Sieht man. Nicht, wenn er aufhört zu atmen. Genau, das siehst du auch. Okay. Aber angenommen, das ist jetzt nicht wirklich übelst krass, ja, dann hätte ich es wahrscheinlich auch nicht so doll gesetzt. Ja, okay. Bis es aufhört zu bluten. Wunderbar. Dann habe ich Zeit. Okay, die Blutung ist gestillt. Ja. Dann kann ich jetzt hier die Wundversorgung machen. Okay. Also mit ganz normal Druckverband, okay, und so. Guck erstmal, dann kann ich das wieder öffnen langsam, ja. Ja. Und schauen, okay, hat der Druckverband Erfolg gehabt oder ist wirklich ganz normal, muss ich wieder zudrehen. Okay, verstehe. Genau. Alter. Und du musst auf alle Fälle ins Krankenhaus, wenn du das Ding anlegst. Ja, weil? Also wenn du es jetzt nochmal kurz anlegst, ja, nicht, wenn wir ja es jetzt hier zum Test machen oder wenn es eine leichte Blutung ist. Okay. Aber wenn die, nicht, dass du auf die Idee kommst, ach, ich trage das jetzt mal 4 Stunden, ja, meine arterielle Blutung wird schon wieder gut gehen, irgendwann. Nee. Nicht gut, nee, weil auch in dem abgeschnürten Bereich, ja, entstehen Giftstoffe sozusagen im Körper. Ja, weil es staut. Genau. Ah, okay. Der Körper stirbt ja schon ab sozusagen. Ja, die Zellen, ja, haben ja keinen Sauerstoff mehr. Richtig, und das muss halt behandelt werden. Genau. Okay, krass. Ja, gut zu wissen. So, das war jetzt die Variante. Es gibt natürlich noch zig andere Tourniquets. Ja, beginne. Steini, herzlich willkommen hier beim Notfallseminar. Hallo. Hallo. Also, ich würde das Gleiche nochmal am Bein zeigen, weil da gibt es kleine Unterschiede zum Arm. Zum anderen hatten wir noch vor uns, was die Qualität angeht, es gibt auch noch welche, die sind wie hier, ich weiß nicht, ob man das sieht, das ist quasi aus Metall. Ja, also, warte hier. Man hört das hier. Die sind aus Metall, die sind natürlich wesentlich widerstandsfähiger, finde ich allerdings bei diesem Teil, die sind recht kompliziert anzulegen. Also die sind wesentlich komplizierter als das und auch wenn man da nie geschult ist, alleine würde ich jetzt sagen fast unmöglich.
Und dann gibt es noch diese Reds Tourniquets, nennen die sich, für absolute Laien. Die ist, besteht aus so einem Gummiband und einer Metallschlinge, wie ihr hier seht, oder so einer Metallspange. Und dann kann man sich quasi hervorragend selber damit versorgen, indem man das einfach nur ganz laienhaft drum wickelt und sich dann hier in dieser Spange einschnürt. Und dann geht das, ist natürlich jetzt schwer zu sehen, aber ihr seht schon, das kommt dann, hier kommt die Adern dann schon irgendwann raus. Und du merkst es auch schon. Genau. Der Vorteil bei diesen Reds Tourniquets, wie ich den sehe, ist, dass man diese Dinger wunderbar für Tiere verwenden kann. Also gerade bei Hunden, ja, was auch immer man an... Das gibt es im Internet, unter anderem bei S4 Supplies. Kann man die bestellen. Gibt's einen Rabattcode? Da gibt es einen Rabattcode, Steini2023. Könnt ihr nochmal 15% sparen. Ey, wirklich? Ja, wirklich. Ja, geil. Dann hau mal den Link in die Beschreibung, ist da gar kein Problem. Und dann geht das los. Wie gesagt, im Vergleich zu den klassischen Tourniquets sind die halt wirklich cool, weil man die für Tiere nutzen kann. Also das ist wirklich ein absoluter Unterschied, weil mit diesem Teil machst du bei einem Hund oder was auch immer du zu Hause hast, ein Pferd oder einen Tiger, machst du damit nichts. Mhm. Die Teile sind halt vollkommen unabhängig von Dimension und Lage. Geil. Nichtsdestotrotz auch nur Extremitäten. Hals einmal, restlicher Körper nutzlos. So, für den Wir hatten vor uns, Niki hat das gezeigt, am Arm ist das ja ganz ideal, wenn man sich das Ding so gut gepackt hat, hat man diese Schlaufe hier, kann man das wunderbar durchziehen und sich auch selber versorgen, ist das Ding straff, hervorragend. So wie er es beim Martin vor uns gezeigt hat, habt ihr dasselbe Verletzungsmuster am Oberschenkel, bietet sich natürlich an, wenn man das ganze Gerät öffnet. Ja? Das heißt, man öffnet sich in diese Rückschlagschlaufe, die man sich geschaffen hat, können wir dann später nochmal erklären, warum und zu welchem Zweck. Und macht genau dasselbe am Bein. Ebenfalls wieder gleiche Thematik, High and Tight. Einfach deswegen, weil es einfach zu merken ist. Ja? So hoch wie es geht. Und dann auch schon so straff wie es geht. Wichtig am Oberschenkel ist, ihr müsst komplett aufkleben. Das heißt, lasse ich diesen Klettverschluss jetzt einfach nur hier so halb hängen beim Linksträger und der bleibt jetzt so und ich versuche den Knebel festzuziehen, ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr hoch, dass sich das Klett aufgrund des Drucks einfach aufreißt. Deswegen am Oberschenkel ganz, ganz essentiell. Könntest du bitte komplett vorher meinen Penis da rausziehen? Dass das ist er noch? Pass auf bitte. Einmal schütteln. Entschuldigung. Jetzt ist er weg. Genau, hervorragend. Ich mache mal fest. Ich hatte jetzt quasi zwei Extremitäten zugleich abgeschnürt. Wunderbar. Wie gesagt, beim Oberschenkel wichtig, Klett, Martin hat relativ kräftige, geht trotzdem fast einmal rum, ist sehr wichtig. Beim Arm spielt das keine Rolle, weil die meisten Leute nicht so eine Oberarme haben. Jetzt ansonsten ist das System genau gleich. Ich drehe jetzt mal, ich habe jetzt hier auch extra so einen günstigen gewählt und versuche am Oberschenkel vielleicht, dass man das sieht, dass das Ding mal knackt. Du kannst ja mal, sieht nicht so aus das Gesicht, wie als würde es knacken. Mach mal ruhig noch, mach mal. Ich sag dir, wann gar nicht mehr geht. Du kannst ja mal gegenspannen mit deinem Oberschenkel, dass du ein bisschen Druck aufbaust, aber das, selbst das sieht man, also das sind die günstigen. Ich mal locker. Alter Schalter. Also ihr seht das ja, guck mal, wie die sich biegen und ich mach das nur mit der Hand. Ihr habt ja vorhin den von Niklas gesehen, auf dem Tisch. Also das sind hier schon die günstigen. Den kann man schon brechen, aber ihr merkt ja, guck mal hier. Den das ist ganz leicht, aber kaum. Den Unterschied, ja. Also wenn man das mal sieht. Ja. Und das Schlimmste wäre ja tatsächlich im Worst Case, ihr seid gerade dabei, jemanden zu helfen und dann bricht die Scheiße kaputt. Wenn der Knebel bricht, bist du tot. Ja. So blöd wie es klingt, weil diese Zeit, die mir dann verloren geht, hole ich nicht mehr auf. Nee. Wenn ich dieses Ding anlege, also das ist halt das absolute Worst Case. Ja? Ja. Also ich habe eine Blutung, die dich umbringt, first kill, first treat. Das heißt, ich nehme zuerst das, was dich umbringen würde und muss das sofort behandeln. Ja. Geht da um Sekunden, wie wir vorhin schon festgestellt haben. Wenn ich das vernachlässige oder wenn das kaputt geht und ich... Die Zeit ist unmöglich, wieder aufzuholen. Ja. Ansonsten Oberschenkel genau dasselbe. Ich hake dann meinen Knebel ein, schließe das ganze Ding, notiere meine Zeit. Fertig ist die ganze Geschichte. Okay. Kann man natürlich, wenn man alleine ist, genauso machen. Diese ganzen Sachen können wir jetzt auch nochmal, ich habe es ja kurz gerade schon mal gezeigt. Wenn man sich quasi alleine versorgen möchte, dafür ist dieses Gerät ursprünglich geschaffen. Das ist das, was Niklas vor uns meinte, warum im Rettungsdienst die Gerätschaften eingeschweißt sind in einer Folie. Und nicht schon einsatzbereit vorbereitet, weil man im Rettungsdienst, also ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber ich selber habe den im Rettungsdienst noch nie verwendet. Doch, ich habe schon.
Okay. 3-4 Mal bestimmt. Okay. Aber da hat man einfach, man kommt natürlich mit einem Team an die Einzelstelle. Das heißt, man hat schon mal mindestens 2 Helfer, die anpacken können. Ja, du hast 2 Hände. Du hast 4 Hände, ja. Genau. Und du hast einen Patienten, der vielleicht noch ein bisschen was mitmacht. Dann ist das natürlich wesentlich einfacher. Für die ursprüngliche Verwendung im militärischen Bereich hat natürlich jeder sein eigenes Tourniquet. Und das ist auch. Richten. Bitte. Und dieses Tourniquet ist auch immer nur für jeden selbst. Also das darf jetzt keiner falsch verstehen. Auf der Straße spielt das keine Rolle. Im militärischen Bereich hat jeder sein eigenes. Und ich nehme mein Tourniquet nur für mich und nehme dein Tourniquet nur für dich. Weil wenn ich meins für dich nehme und du liegst, dann als Mixer. Du hast weggeflogen, ich lieg da, ganz schlecht für mich. Aber es ist ein gut, es ist so eine kleine Dinge, die ich einfach so feier, weil das sind genau diese Dinge, woran man überhaupt nicht denkt. Weil klar, warte, ich helfe dir, weißt du, haust ihn das ran und der wird weggeschafft und dann pop, genau. Nächster Treffer. Oder, Gilt übrigens auch, gerade wenn man Outdoor, man geht irgendwo wandern, man ist im Wald, weiß der Geier was. Jeder hat ja sein eigenes iFact zum Beispiel dabei. Das ist eigentlich auch ja für sich selbst. Individualisiert? Ja. Genau. Das ist zum Beispiel, wenn jemand eine Allergie hat, hat der da sein Allergie-Pen drin. Habe ich jetzt zum Beispiel nicht drin. Ja, du hast zum Beispiel das 8-Euro-Tourniquet drin. Ich gehe mal davon aus, oder ich erkläre das jetzt mal, was die Packgeschichte angeht. Das heißt, ich habe mein Tourniquet, das ist jetzt das günstige, spielt keine Rolle, weil der Aufbau ist grundsätzlich gleich. Dann hat man meistens unten am Ende quasi, hier ist es rot markiert, finde ich eigentlich ganz cool, trotz des Preisnachlass. das zieht man quasi durch die am oberen Ende befindliche Schlaufe einmal durch. Und dann klette ich mir oben so eine kleine Kante um. Das ist das, was ich vorhin meinte, wie so eine Art Rückschlagventil, wenn ich das alleine verwenden möchte, dass quasi mir da der Gurt hier nie einfach entgleitet, weil ich zu hektisch da dran rumreiße. So, dann habe ich das quasi so hängen, wechsle ich die Seite, dass mein Klett, wo ich oben die Zeit notiere, oben ist. Das klette ich so, dass hier eine kleine Kante übersteht. Das ist einfach das, in der Hektik geschuldet. Habe ich das Ding hier bündig geklettet und will das aufmachen, dann fange ich hier an. Wie kriege ich das Ding? Habe ich mal Handschuhe an, ich bin voller Blut. Deswegen, kleines Stück überkletten, hat man hier eine wunderbare Ecke, einwandfrei. Ja? Genau. Maja, ist gut. Bei so, dir. Jetzt habe ich mein Tourniquet, Zeit ist quasi oben, mein Rückschlag ist unten. Dann drehe ich das Ding einmal und mache mir hier oben so eine kleine Kante. Kann jeder für sich selber machen, wie gesagt, auch alles individuell. Man kann es auch straff runterziehen. Ich persönlich habe immer gerne oben ein bisschen Spiel. Lass das einmal runterhängen und klette das einfach von unten einmal nach oben auf. Bis zu meiner Kante. Dann sieht das quasi einmal so aus. Hier unten ist das mein Rückschlag, hier oben die Zeit. Dann ziehe ich es einmal straff runter und lege das einfach nur nach oben ran. Habe ich das Tourniquet im Ganzen jetzt so. Sieht man das? Ja, so ist er herrlich. Dann habe ich hier dazwischen wie so einen kleinen Steg, der übrig ist. Hier hinten das Ende spielt für mich keine Rolle. Begründung ist das. Habe ich das jetzt an meiner Jacke, habe ich es in der Hose, in meiner Gürteltasche, wo auch immer. Na mach mal, stell mal vor, du hast es an der Jacke. So, ich habe es an meiner Jacke. Tipp dazu auch, habt ihr es an der Jacke und nutzt das Ding öfters, dreht den Knebel nach innen. Einfach das. Mittlerweile hat das, wo auch bei Cat ist das Problem ja vorhanden. Früher, wenn die zu lange in der Sonne waren, geht die Weichmacher raus, bricht das Ding auch, obwohl es ein guter Tourniquet ist. Deswegen macht es immer Sinn, das Ding nach innen zu kleben, kann man es einfach für die Haltbarkeit. Ja. Ich mache das Ding auf, dann hole ich das quasi raus und habe jetzt hier hinten diese Schlaufe oder was auch immer, die kann ich anfassen und jetzt kann ich einfach mit meinem Arm einmal durch, habe sofort meine Schlaufe, ziehe das dran, klettere das drum und bin zu. Hat jetzt, keine Ahnung, ich habe nicht auf die Uhr geguckt, 2-3 Sekunden gedauert. Ja. Jetzt kann ich hier natürlich, je nachdem wie man sich das dann dreht, jetzt ist ja, weil ich natürlich wunderbar auch eine Patchfläche an der Jacke habe, dreht sich hier gar nichts mehr. Zack. Und jetzt kann man das hier sich selber drehen und dreht sich damit einfach selber zu, je nachdem, wie gesagt, wie es Niklas gesagt hat, wenn man dann den Effekt hat, okay, das Blut bleibt stehen, kann ich aufhören zu drehen. Ja? Ja. Ist natürlich dann im Stress alles ein bisschen kompliziert und alleine ist es ohnehin wesentlich schwieriger. Aber ich finde es halt krass, dass genau diese kleinen feinen Unterschiede, dass man sich sein Tourniquet vorher einfach so taktisch wie möglich und so schnell griffbereit wie möglich einfach auch packt, war für mich überhaupt gar kein Gedanken daran verschwendet. Übrigens, und noch ein cleverer Punkt, wenn du das wirklich draußen mit hast, um dich selbst zu versorgen, musst du es auch so angebracht haben, dass du mit beiden Händen rankommst. Ja, auch clever. Weil wenn ich das in der linken Beintasche habe, kommst du nicht ran. Kommst du schon irgendwie ran, also scheiße, deswegen sagt man eigentlich zentral. Ja. Viele haben es so hier in dem Bereich oder hier, weil hier kommst du auch gut ran. Ja. Kannst du es dir vorholen mit beiden Händen. Genau. Was auch noch wichtig ist, gilt für Oberschenkel wie auch Arm oder Bein wie Arm.
wenn ihr das quasi angebracht habt, ob das jetzt am Oberarm ist oder am Oberschenkel, versucht quasi den Knebel nie nach innen zu drehen. Also Richtung Körpermitte ist immer schlecht, weil wenn ich den Knebel jetzt hier innen habe und fange jetzt hier an rumzudrehen, dann ist der fest. Irgendwie so, hab den jetzt hier zugedreht, hab das hier vielleicht alles drum, dann wird der Patient aber transportiert, der liegt in der Trage, ihr wollt ihn irgendwo hinschleppen, das reibt hier rum, das macht, das kommt in den Knebel, kann es passieren, das Ding geht auf. Deswegen den Knebel möglichst immer nach außen drehen. Ah, okay. Ja. Das bedeutet, dass ich quasi außen drehe, dann mache ich den zu, mache hier alles fix. Gleich ist quasi am Oberarm, habe ich den Knebel in der Achselhöhle immer schlecht. Ist natürlich, wenn man sich alleine versorgt, der einfachste Weg, um zu drehen. Habt ihr ja gesehen, ist natürlich mies, wenn man das hier außen machen muss, aber hat nach hinten raus den Schutz, dass ich quasi hier innen drin beweglich bleibe. Ja. Und in der Regel habe ich ja quasi, wenn ich das Tourniquet hier anlege, ist ja hier unten die Verletzung und hier oben, also ist meine Schulter ja in der Regel nicht betroffen. Ja. Genau, das noch wichtig. Und wie gesagt, High and Tight ist das, was wir sagen, was für den Laien am einfachsten ist, weil wenn wir... Ich würde das immer machen. Genau. Im Schockmoment ist das, was du dir am besten merken kannst. Wenn du dir überlegst, ich habe eine Wunde, dann muss ich gucken, mache ich 15 cm oder habe ich eine Hand dazwischen, mache ich drei Finger. Aber du hast noch Klamotten drunter. Du hast ja meistens hat der ja noch, derjenige noch was an. Und du kannst ja gar nicht, du genau. Siehst zwar, irgendwo läuft die Brühe raus, aber du weißt ja gar nicht genau die Höhe. Okay. Und wenn du hast auch keine Zeit, erst die Jacke aufzuschneiden und zu gucken. Warte mal. Übrigens ein wichtiger Fakt, also Kleidung wird vorher nicht entfernt. Okay. Entscheidet ihr euch für das Tourniquet, wird das Tourniquet über die Kleidung gezogen. Und wir hatten es, ihr habt es ja gesehen hier, Martin hat wirklich eine Jacke und eine Hose an, die ist wesentlich dicker als das, was jeder andere wahrscheinlich irgendwie auf der Straße tragen würde. Ja, ja. Und das Ding schnürt trotzdem alles zu. Also da muss sich niemand Sorgen machen, dass da irgendwie so eine Down-Jacke oder irgendwas, dass das ein Problem darstellt. Über die Kleidung, so wie es Niklas sagt, High and Tight, ran zu fest. Und danach schneidest du auf. Und danach kann man sich Gedanken machen. Dann kannst du dir die Wunde erstmal angucken. Also quasi im ersten Moment immer darum kümmern, erstmal, ey, Blutung stoppen. Weil wenn du mir sagst, ich habe vielleicht, wenn ich Glück habe, 60 Sekunden, okay, oder weniger, dann merke ich gerade so, holy shit, das muss schnell. Also wenn du wirklich gefährliche Sachen machst, wo du alleine bist, sollte das dabei dann sein. Ist es auch schlau, wenn du es wirklich irgendwo schnell griffst, weil was bringt dir das, wenn das in dem Rucksack im Auto liegt? Wenn du ganz schlau bist, machst du einfach zwei, auf jede Seite eins. Ja, der Punkt ist, was sollte dann eigentlich so ein teures Tourniquet Minimum kosten? Was kostet bei dir das im Ornafire-Shop ungefähr? Ich glaube 30, 35 Euro. Ah, okay, ist krass. Überleg mal, ich habe 8 Euro, kostet das billige Ding, jetzt wieder die Einblendung. Du hast zwei, oder? Was? Für 8 Euro. Nein. Eins. Eins für 8 Euro, ja. Ich habe einen 5er-Pack gekauft, dachte mir so, bist du clever, sparst leider über 2 Euro, aber gut, das war natürlich eine Fehlinvestition. Kostet nur das Leben. Ja, kostet nur das Leben. Also, können wir festhalten, wer billig kauft, stirbt. In diesem Fall, wenn ihr Bock haben solltet, ich verlinke einfach mal den Tourniquet von Niklas aus dem On Fire Shop und geilerweise natürlich das Teil hier das von Stein. Das ich auch noch auf alle Fälle. Da musst du mir auch noch mal eins günstiger. Also die kosten, glaube ich, das ist die beste Variante. Ja. Also es gibt auch davon günstige für, glaube ich, 5 Euro. Ich glaube, der kostet irgendwie 20 oder 17 Euro mit Rabatt oder 15 irgendwie so in der Dreh. Also ungefähr halb so viel wie ein guter, klassischer Tourniquet. Und ist gerade für Laien einfacher und wie gesagt, man kann Wie tust du den eigentlich einpacken? Wo steckst du den? Ich habe den zum Beispiel bei mir, wenn ich das immer kurz übergreifen darf, einfach in meiner Gürteltasche. Vorn im kleinen Fach habe ich hier bei mir immer ein paar Handschuhe drin, ein bisschen Pflaster. Und dann kann man den einfach, ich bereite mir den schon mal vor, dass ich meine Schlaufe durchgezogen habe. Normalerweise wird er ja quasi so geliefert, ja, also wie so ein klassischer auch. Schlaufe vorbereitet, dann habe ich hier immer so eine kleine Schlaufe, dann wickle ich mir den schon einfach einmal drum, weil dann habe ich die Schlaufe, wenn man den rauszieht, ist es ja quasi so. Mhm. Und so packe ich mir den einfach mit einem Packmaß, was ja okay. In der Hand passt. Ja. Hier vorne in die Gürteltasche rein. Und so weniger Platz, sag ich mal. Ja, definitiv. Genau. Und dann, ich sag mal, eine Gürteltasche, so ein Fach von der Gürteltasche hier vorne, weiß ja jeder, ist nicht besonders groß. Mhm. Ja. So, das war die Runde Tourniquet anlegen und was es für Tipps und Tricks gibt. Danke Jungs dafür. Und ganz wichtig, Niki sein Tourniquet ist in der Beschreibung verlinkt. Und das Reds Tourniquet von Steini ist auch mit verlinkt. Rabattcode und so weiter steht alles mit bei. Wenn ihr Bock haben solltet, ihr habt zum Beispiel Haustiere, dann ne, wisst ihr ja, habt ihr gehört. Und ansonsten kauft nicht billig, sondern wer billig kauft, stirbt. Deshalb nehmt einfach das von Niklas aus dem On-Fire Shop. Und ich verabscheue mich. Ich sag vielen lieben Dank, Jungs. Das war mein inneres Blumenpflücken. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Schaut auch bei Instagram vorbei bei den Jungs. Küsschen. Yeah, tschüss. Macht's gut. Ich glaube, Martin ist verrückt. Ja, ich sag's euch ehrlich, er ist verrückt und er lebt gefährlicher. Macht so Dinge, die hier sonst keiner macht und am Ende überlebt er nur knapp.